Ja, ciao zusammen, hallo alle miteinander, ich begrüße euch ganz herzlich. Es freut mich, dass ihr zuschaut und wir sind Quelle TV und es freut mich sehr und außerordentlich, dass Armin Risi heute bei uns ist und mir zur Verfügung steht, dass ich ihm Fragen stellen darf. Herzlich willkommen, Armin, bei uns in der Quelle wieder einmal mehr. So schön, wir freuen uns immer, wenn du hier bist. Ja, danke. Es ist wie in der Familie. Schön, ja. Ja, genau. Mhm. Ja, fühlt es sich so an. Das ja. Freut mich. Genau. Ja, du bist letzthin zu uns gekommen, hast uns berichtet, dass dein neues Buch jetzt dann herauskommt. Du bist hier für einen Vortrag, für ein Seminar, also da ist viel gelaufen in letzter Zeit. Und wie ist es, was hast du Schönes erlebt die letzten Wochen? Was war so was hat dir so ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert in letzter Zeit? Ja, wenn du mich gerade so fragst, natürlich, es dauert immer eine gewisse Zeit vom Abschluss des Buches, bis es kommt. Und das ist jetzt immer gerade so diese besondere Zeit, wo das Buch abgeschlossen ist, aber es ist noch nicht geliefert. So, denn wenn das Buch dann kommt, geht's wieder los. Und so, wir haben natürlich, meine Frau und ich, wir haben nach dieser intensiven Zeit uns natürlich auch ein paar freie Tage gegönnt in den Bergen. Einfach mal weg von allem und das Buch einfach loslassen, vergessen. Es ist jetzt beim Drucker und es ist fertig. Und denn man hängt immer noch dran, da noch ein bisschen könnte man perfektionieren oder so, aber dann lässt man einfach los, man weiß, es ist gut so. Wir haben das sehr oft durchgearbeitet, durchgelesen. Meine Frau ist auch meine Lektorin, also wir lesen das ganze Buch, dann wenn es auch fertig ist, sagen, und jetzt sind wir die ersten Leser und lesen es nochmal von A bis Z durch. Und dann kommen nochmal so viele gute, feine Schliffe hinzu, Feineinstellungen, und dann weiß man, jetzt ist es wirklich gut. Ja. Schön, so wie ich dich kennengelernt habe in den Vorträgen und Online-Seminaren, bist du jemand, der sehr genau arbeitet, sehr viel weiß. Mhm. Und also genau, als Perfektionist, ja. Ja, ja. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Wann ist bei dir so der Moment, wo du sagst, so, jetzt ist es wieder Zeit für ein neues Buch? Oder wie geht das? Gut, natürlich, die Arbeit an einem Buch geht immer sehr lang. Und ich habe ja zum Beispiel meine ersten Sachbücher, das erste veröffentlicht 1995, Gott und die Götter, das zweite 1998, Unsichtbare Welten, die habe ich jetzt ja die letzten Jahre gründlich überarbeitet, als vollständig überarbeitete Neuauflage, eben Gott und die Götter, das ging 2 Jahre, Unsichtbare Welten auch fast 2 Jahre. So, und in der Zeit kommen natürlich immer wieder sehr viele neue Ideen. Ich habe mein nächstes Buch, wird der lang angekündigte Folgeband von Ihr seid Lichtwesen sein. Ihr seid Lichtwesen ist 2013 erschienen und das ist ein Buch, der Folgeband, der liegt seit 8 Jahren fast fertig. Also schon intensiv daran gearbeitet. Das dauert jetzt vielleicht nochmal 3 bis 6 Monate und dann ist das auch abgeschlossen. Also manchmal bleibt wirklich etwas jahrelang halbfertig oder fast fertig in der digitalen Schublade. Und Ideen gibt so viele, aber da sieht man dann auch wirklich, was ist jetzt angesagt. Ich frage mich bei jedem Buch wieder neu, soll ich ein neues Buch anfangen, weil das ist wieder etwa so. Wenn es ein neues Buch ist, zum Beispiel das jetzt, das was jetzt gleich erscheint, das war 1,5 Jahre intensive Arbeit. Und ich frage mich immer dann, ist es jetzt angesagt, so den nächsten Teil meiner Lebenszeit wieder voll hinter dem Computer und in der ganzen inhaltlichen Arbeit zu verbringen, oder ist anderes angesagt angesichts der Zeitqualität? Und da habe ich immer auch ein bisschen die Fühler draußen und schaue, gibt es anderes zu tun, oder das eine schließt das andere auch nicht aus. So hangle ich mich jetzt einfach von Projekt zu Projekt und schaue mal, was angesagt ist. Schön, ja. Immer so viele Projekte schon am Laufen. Ja, also Ideen einfach mal. Ja. Ob es dann ein Projekt draus wird, ist eine andere Frage. Ja. Schön. Ja, sag noch, wie es heißt. Der Titel war noch nicht Thema bis jetzt. Also das Buch, das jetzt gleich erscheint, heißt Und plötzlich große Klarheit,
positive Prophezeiungen für die heutige Wendezeit. Ja, schön. Erscheint am? Also was nächste Woche. Ja. Voraussichtlich offiziell ausgeliefert ab dem Montag, 11. September. Mhm. Ja, kann nichts dafür, der Montag ist der 11. September. Und so können wir dieses Datum auch noch ein bisschen mit anderen positiven Inhalten belegen. So, ja. Ja, genau. Ist mir gleich auch aufgefallen, dieses Datum. Also ja. Ist wirklich wegen Montag? Ja. Ich nehme es. Ich habe es angenommen. Ja. Ja, es sei deswegen. Ja. Also sehr schön. Wir freuen uns auf dein neues Buch. Ich habe hier den Rückentext und was mir hier auffällt, ist, wie sehr du betonst die positiven Prophezeiungen, die so völkerverbindend und religionsüberbrückend sind. Mhm. Man kann die positiven Prophezeiungen eigentlich nur dann erkennen, wenn man dieses Bewusstsein hat. Viele in der heutigen Zeit sehen wir ja viele Spaltungen durch ideologische Lager oder religiös, fundamentalistisch oder religiös, sich selbst verabsolutierende Lager. Und dort ist ja immer die Grundhaltung, irgendwie sind die Richtigen und die anderen sind die Falschen. Oder die anderen haben keine echte Prophetie, nur wir haben echte Prophetie. Und so verpasst man eigentlich das Wichtigste, nämlich das Verbindende. Man verpasst, dass man vielleicht auch von anderen was lernen könnte. Und dort habe ich wirklich, glaube ich, einfach mein Vorteil ist, dass ich gern von anderen lerne, mich gern mit anderen Kulturen auseinandersetze, auch indigene Kulturen, andere Religionen und einfach schauen, wovon sind diese Menschen so überzeugt? Mhm. Also ich spreche auch von den messianischen Prophezeiungen, mhm. Da sind wir eben natürlich biblisch, jüdisch, christliche Themen, die kulminieren ja auch, zumindest von den Gläubigen her in der heutigen Zeit, so dahin zu schauen, was wird da geglaubt, was weiß man da, auf welche Prophezeiungen stützt man sich hier und da hier eben das Verbindende, das Überbrückende, denn einer der Hauptinhalte der positiven Prophezeiungen ist ja, dass gerade diese Spaltungen, dieses sektiererische und ideologische Denken überwunden wird. Die Menschheit hat nicht immer so gedacht und hat nicht immer so gelebt und wir Gott sei Dank auch nicht immer so leben. So, das war jetzt halt eine relativ lange Phase, rund 5000 Jahre, wo die Menschheit durch diese Arten des Denkens gegangen ist. Aber heute sind wir am Ende dieses Zeitalters und es bedeutet, wir werden dieses spaltende Denken, oder wenn ich es ein bisschen provokativ sagen will, spaltend, im Fremdwort heißt diabolisch, diabolisch heißt wörtlich spaltend, wir werden dieses spaltende Denken überwinden und das bedeutet, dass für alle ideologischen und religiösen Lager bedeutet das eine tiefgehende Transformation. Mhm. Glücklicherweise, eben, es geht ja in ein neues verbindendes Denken hinein. Mhm. Und das ist genau der Inhalt dieser positiven Prophezeiungen, den wir eben in allen Kulturen finden. Mhm. Ja. Sehr schön. Ich merke auch, das macht mich so zuversichtlich, wenn ich das dann lese oder von dir höre. Geht es dir auch so oder was macht dich zuversichtlich? Das gibt einen größeren Horizont und die größere Vision, worauf es hinausläuft. Bis es soweit ist, gibt es kurzfristig auch andere Prophezeiungen, die nicht so positiv sind, die auch ernst zu nehmen sind. Ob die sich alle erfüllen müssen, ist eine andere Frage. Mhm. Aber dass wir uns nicht in den kurzfristigen Problemen und kurzsichtigen Analysen verlieren, sondern dass wir sehen, worauf läuft das hinaus. Wenn man einen großen Zyklus von 5000 Jahren anschaut, dann sind 10 Jahre nicht so viel, selbst wenn man mittendrin ist. Ich weiß zum Beispiel, eine sehr wichtige Prophezeiung ist von der Maya-Kultur, die auch von den großen Zyklen spricht. Und da ging ein großer Zyklus von 5000 Jahren 2012 zu Ende.
Und ich habe zum ersten Mal 1991 von diesem wichtigen Datum in dieser indigenen Tradition, mittelamerikanischen indigenen Tradition, gehört. 1991, 2012, oder? Das war ja noch in weiter Ferne, oder? Und heute sind wir 11 Jahre nach 2012. Also ist alles sehr relativ. Aber umso wichtiger ist zu sehen, was ist der Rahmen der großen Zyklen, der vorgegeben ist, sowie Sommer und Winter. Der Winter kommt, da können wir jetzt protestieren oder nicht, der kommt trotzdem und der Frühling kommt auch. So, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das ist auch in diesen größeren Zyklen so. Und das ist sehr wichtig zu sehen, dass hinter allem auch ein höherer Sinn ist. Mhm. Genau. Beim Lesen, ich habe Gott und die Götter sehr gerne gelesen. Und jetzt auch in deinem neuen Buch, der Nostradamus ist wieder ein Thema, der Niklas Wunfli. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist der Armin darauf gekommen, dass da ein Zusammenhang ist? Wie kommst du darauf? Das sind halt Fügungen, ja. Verschiedene Menschen, die mir auch dann sagen, hast du das gehört? Aha. Weißt du das? Und man hört so viel, hast du das schon gehört? Und vieles sind Gerüchte, vieles sind einfach Holzwege, Spuren, die ins Leere führen oder nicht fundiert sind. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Hinweise, die sehr fundiert sind. Und denen gehe ich dann nach und finde dann selber wieder Querverbindungen. Mhm. Das ist ja halt meine Aufgabe, eben, dass ich mich da mit diesen Themen beschäftige, ist auch mein Beruf und ja. Ich habe die große Freude, dass meine Berufung auch mein Beruf sein darf. Mhm. Und so mache ich das auch sehr gerne und da staune ich selber, was sich da immer wieder eröffnet, ja. Zeigt, Zusammenhänge und da sehen wir eben, es gibt die größeren Zusammenhänge. Es gibt auch, gerade zum Beispiel bei den positiven Prophezeiungen, Menschen, die schon vor 5000 oder 500 Jahren oder 100 Jahren Impulse gesetzt haben, Informationen gesetzt haben, die wir in ein größeres Gesamtbild zusammensetzen können, sind wie Zeitkapseln, die irgendwie alle für dieselbe Zeit adressiert sind, nämlich für unsere heutige Zeit, für die jetzt laufenden Jahre. Mhm. Schön. Noch eine Frage zum Bewusstsein. Du hast vorhin vom Bewusstsein gesprochen. Mhm. Wir sprechen immer so von Bewusstsein und Spiritualität. Was bedeutet für dich Spiritualität oder was ist der Unterschied vielleicht? Also Bewusstsein ist die Grundlage von allem. Mhm. Und die Frage ist, worauf wir unser Bewusstsein ausrichten. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Religion reden, ich habe ja 18 Jahre als vedischer Mönch gelebt zu meinen jungen Jahren und in der vedischen Philosophie und Psychologie, das ist alles nicht getrennt, gibt es ja zum Beispiel den ganz wichtigen Begriff der Gunas. Guna, das sind Guna und Karma. Es gibt die zwei, es gibt Guna und Karma. Guna, das sind die Resonanzebenen, worauf ich mein Bewusstsein ausrichte. Guna, das Sanskrit-Wort Guna, bedeutet Seil oder Fessel, aber auch Saite, die Instrumentsaite mit dem Klingen, und da sind wir auch bei der Resonanz. Und es gibt grundsätzlich in der Schöpfung drei Resonanzebenen. Die abbauende, Tamaguna, Rajaguna, die aufbauende, und Sattvaguna, die im Gleichgewicht in der Mitte ruhende. Oder nicht mal ruhende, aber die Ausgeglichenheit, das Gleichgewicht. Und ihre Handlung kann in diesen drei Ebenen angeschaut werden. In der Gesamtheit müssen die in einem richtigen Verhältnis und in einem richtigen Verhältnis zusammenspielen. Wenn eines vorherrscht, zum Beispiel Religionen, die vorherrschend in Tamoguna sind, im Abbauenden, das sind Religionen,
denen geht es auch um Gott, aber Religionen, die sich vor allem über Feindbilder definieren. Rajaguna, das sind die Resonanzebene, Erscheinungsweise der Leidenschaft oder das Aufbauende, das sind, das, wenn das vorherrschend ist, es gehört ja alles zusammen, aber wenn das vorherrschend ist, also in einem Ungleichgewicht ist, wenn unverhältnismäßig das betont ist, dann sind das Religionen, die sich über Absolutheitsansprüche und über das Recht haben definieren. Mhm. Ich habe Recht und deswegen du hast nicht Recht. Mhm. Und deswegen, da kommen auch zum Beispiel bei vielen Religionen die Prophezeiungen hinzu. Meine Prophezeiungen stimmen und hast du auch Prophezeiungen? Mhm. Ah, nicht, also deswegen habe ich Recht und du nicht. Es geht immer das Recht haben und sich mit anderen vergleichen und über andere erheben. Mhm. Und da sehen wir natürlich schon Sattva. Sattva ist das, was im Hier und Jetzt ruhend ist. Also das Leben findet ja nur im Hier und Jetzt statt. Mhm. Oder das hat sich ja glücklicherweise rumgesprochen. So. Und satt, das Wort satt bedeutet ja ewig. Mhm. Satt an, übrigens heißt ewig los, so wie Gott und Gott los. Oder? Ah. Da kann das Wort Sattva nichts dafür, dass eine Satt-An-Silbe drin ist, aber das ist ja nur die Verneinung. Mhm. Oder? Gott, das Wort Gott kann nichts dafür, dass es auch Gott losgibt. So Satt ist das Ewige und Sattva ist das, was darauf ausgerichtet ist. Mhm. Und Religionen, die darauf ausgerichtet sind und die anderen Aspekte integriert haben, das sind Religionen, die sich über die persönliche Verantwortung von Gott definieren und das Vergleichen und das Konkurrenzdenken überwunden haben. Es geht nicht mehr, ich bin besser als du oder ich habe Recht und du nicht, sondern es geht um den eigenen Weg und einfach um das Vorbild sein. Mhm. Und das wäre Spiritualität. Dort fängt die Spiritualität an. Das Vorherige ist vielleicht Religion. Im Kali-Yuga-Sinn heißt Religion einfach, wo Menschen in einem unreifen Geist mit diesen Themen umgehen. Mhm. Und deswegen wird ja Gott und alles hier zu einem Kampfbegriff. Mhm. Auch da kann Gott nicht viel dafür, ja. Oder der Begriff. Also, und deswegen, also da könnte man Spiritualität von den verschiedenen Formen von dem, was wir heute Religion nennen, durchaus differenzieren. Ja. Du hast gesagt, Religionen, die sich über die Feindbilder definieren. Kannst du mir da noch weiterhelfen, was du damit meinst? Ja, Feindbilder heißt, wir sind die Richtigen und die anderen sind die Bösen. So. Mhm. Und die Bösen, weil die anderen böse sind, darf man sie bekämpfen, unterdrücken so. Und so weiter. Ja. Ja. Ich denke, 2000 Jahre und mehr Religionsgeschichte illustrieren das, ich würde sagen, zur Genüge. Ja. Ja. Genau. Du hast es vorhin auch angesprochen, dass du 18 Jahre als Mönch gelebt hast. Und ich habe mich gefragt, das war ja damals, ich gehe jetzt etwas weit zurück, du hast die Matura abgebrochen. Und kannst du nochmals etwas zu diesem Weg kurz sagen? Wie kam es so weit, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Ich war ja auch mal jung und ich kann die heutige Jugend sehr gut verstehen. So, auch so Greta, also ich war im Alter von Greta, also Greta Thunberg ist für uns jetzt auf die ewig 16-Jährige. Und, die ist heute nicht mehr 16, aber so haben wir sie kennengelernt. So, ich war im Alter von Greta, Ende der 70er Jahre. Und dort habe ich genauso Probleme schon wahrgenommen wie halt Jüngere heute. Und so war für mich das klar, dass ich einen anderen Weg habe. Irgendwie ganz innerlich war mir das klar und ich verstand auch für mich persönlich, dass ich einen anderen Weg gehen muss. Ich wusste am Anfang nicht mal, was für einer, aber ich hatte eine ganz tiefe Überzeugung, dass es schon gut kommt. Mhm. Und so habe ich die Schule abgebrochen, eben bevor die Abitur, Matura-Vorbereitungen begannen, bin ich dann ausgestiegen. Und als ich da ausgestiegen bin, hat sich hinterher ein ganz neues Tor eröffnet. Also ich habe die Schule nicht verlassen, weil ich Mönch werden wollte, sondern ich bin ins Leere, ins Vakuum getreten, vertrauend, dass das Richtige kommt. Und es gab dann quasi einen übergangslosen, der Übergang war ein paar Tage, und dann ging das andere auf. Ja. Und das war für mich dann natürlich
ein Déjà-vu, ein Wiedererkennen, als ich dieses Indische entdeckte. Und dann war für mich klar, ja, drum musste ich mich frei machen. Und da konnte ich natürlich von einem Tag auf den anderen da einsteigen, mit 18. Ja. Also, wenn ich so sagen darf, also ja, ich habe einen echten Schulstreich gemacht, nicht den inszenierten. Ich habe einen echten Schulstreich gemacht und habe wirklich gesteigert und habe die Schule auch verlassen. Also einen echten Protest hingesetzt. Allerdings war das der Welt dann relativ egal. Mein Protest, aber für mich hat es meine Welt hat's verändert. Also in dem Sinn war das sehr wichtig für mich. Ja, ich habe mir dann so vorgestellt, wie das war für die Familie. Du bist dann gegangen und hast gesagt, so, ich werde jetzt Mönch. Mhm. Ich hatte glücklicherweise sehr verständnisvolle Eltern. Mhm. Und die mir keine Steine in den Weg legten. Ja. Sie haben einfach Vertrauen gehabt in mich. Mhm. Wenn das für dich richtig ist, wird das richtig sein für dich. Mhm. Wir hindern dich nicht. Ja. Also das ist erstaunlich, ja, und sehr erfreulich. Mhm. Ja. So, aber eben, ja, da bin ich heute noch sehr dankbar. Und es heißt ja, man kennt sich ja und man sucht sich gegenseitig aus. Also das war irgendwie auch abgemacht. Ja. Ja. Wenn ich von Indigenen erzähle, kann ich aber sagen, je älter mein Vater wurde, umso deutlicher war, dass er ein reinkarnierter Indio ist. So sah auch so aus, physiognomisch. Also irgendwie haben wir abgemacht und in diesem Leben bin ich dein Vater und ich halte dir den Rücken frei, damit du loslegen kannst. Das ist schön. Ja. Schöne Geschichte. Ich glaube, du bist auf dem Lande aufgewachsen. Ja, ja. Ja. Katholische, ja, in der Schweiz. Ja, und mhm, dann habe ich mich noch gefragt, und haben die Leute im Dorf reagiert? Weil man kennt sich ja in, ja, diesen, ja, Dörfern. Das war dann das Problem meiner Eltern, nicht meins. Ja. Ich war ja weg. Ja. Ja. Aber, ja, meine Eltern haben schon darunter gelitten, ja, aber ja, das hatte dann nur indirekt mit mir zu tun. Ja. Schön, aber wunderschön, also sie haben zu dir gehalten. Mhm. Und in dieser Zeit hast du dann ja viel gelesen, übersetzt. Ja, ja, klar, dort hatte ich Zeit, ich war im Element, mhm, konnte richtig in diese, mhm, Schriften und Weisheiten und also Kulturen und Sanskrit-Schriften eintauchen. Und da eben, da war ich im Element, die Jahre sind verflogen. Mhm. Ja. Mhm. Schön, jetzt wieder zurück zum Heute. Du hast noch eine schöne Geschichte erzählt, als du vor etwa 2-3 Wochen hier warst, wie du im Zug erkannt wurdest. Ah ja, das kommt heute auch vor. Ja. Also es kommt immer wieder, auch heute auf der Hinreise hat mich jemand oben am Bahnhof erkannt. Ich war mal am Vortrag im Killerfeld und so, oder? So, das kommt nicht oft vor, aber immer wieder. Ja. Das ist erfreulich natürlich, klar, wenn man jetzt 30 Jahre unterwegs ist und so, kommt, mhm, das ab und zu schon vor. Ja. 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 Freut es dich, wenn die Leute dich ansprechen? Natürlich. Ja, klar. Gut. Ich glaube, es war der Kontrolleur, der gesehen hat, der Schaffner. Ja, das war lustig. Der Schaffner hat mich angesprochen, ja, und dann noch die Hand geschüttelt und ja, die Menschen rundherum haben ein bisschen gestaunt und so. Aber, ja. Ja. Ja, weil er hat deinen Namen gelesen auf der Zugfahrt. Rote Karte, ja. Aus der digitalen Karte. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, worauf? Etwas nimmt mich auch noch Wunder. Du hast ja so eindrücklich erzählt von Garabandal, von diesen drei jungen, also Mädchen. Und hm, da gibt es da Neues? Ja, da habe ich ein ganzes Kapitel im neuen Buch. Mhm. Da gehe ich sehr, sehr ausführlich, ja, darauf ein, was eines der erstaunlichsten paranormalen Phänomene und auch bestdokumentierten paranormalen Phänomene des 20. Jahrhunderts, 61 bis 65. Es gibt so viele gut dokumentierte paranormale Phänomene, die ich auch in meinen Büchern da und dort habe. Mhm. Es gibt so viele, aber immer, mhm, wieder aufgreife, neue präsentiere. Mhm. Also wer wirklich will und nicht ideologisch, materialistisch festgefahren ist, hat eigentlich keine Grundlage, an diesem Materialismus festzuhalten. Der ist schon längst, mhm, eigentlich widerlegt. Mhm. Dass es höhere Dimensionen gibt, dass das Leben nicht nur auf den Körper beschränkt ist und so weiter. So, mhm. Und eben dieses Phänomen
Garabandal ist ein Dorf in Spanien. Mhm. Dort wurden auch sehr wichtige Prophezeiungen für die heutige Zeit vorausgesagt, aber ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen. Ja, genau. Aber es ist im Buch drin und man kann es dann auch nachlesen, was es damit auf sich hat. Sehr schön. Und etwas bewegt mich auch noch und ich weiß, du hast das einmal in einem Online-Vortrag erwähnt und oder Seminar in einer Lektion. Das war, als, und das möchte ich gerne noch einmal fragen, ihr seid irgendwo in der Nähe von Zürich auf einen Berg gegangen, und auf Hügel, und habt oben gesungen, da habt ihr Lichtpunkte gesehen. Ah ja. Kannst du das nochmal sagen, was das für eine Geschichte war? Das war ein Skywatch. So wir nannten das Skywatch, das war 1995, also schon länger lange her. Und das war ein Seminar von Virgil Armstrong, schon lang gestorben. Virgil war damals schon relativ alt. So, der hat 7 Jahre bei den Hopis gelebt. Die Hopis, das ist ein ganz besonderer Indianerstamm, sagen wir, in aller, so ist ein Ureinwohnerstamm, der nicht immer in Nordamerika gelebt hat, nach eigener Überlieferung, aber jetzt heute Nordamerika lebt. Und die haben durch die Jahrtausende hindurch die Verbindung mit den Sterngeschwistern nie verloren. Früher war das, bis vor 5000 Jahren war das eigentlich etwas Selbstverständliches, nicht Alltägliches, aber etwas Selbstverständliches, aber mit dem Beginn dieses jetzigen Zeitalters ist es abgebrochen und wurde nur noch vereinzelt mit Individuen durchgeführt, aber die meisten Individuen, die diese Kontakte hatten, bekamen große Schwierigkeiten in ihrer Gesellschaft. So, Hexen und drum und dran hieß es dann, oder? So, aber die Hopi, der Stamm der Hopis, hat diese Kontakte immer aufrechterhalten. Und dieser Virgil Armstrong hat bei ihnen 7 Jahre lang gelebt und auch gelernt, wie man diesen Kontakt herstellen kann, und hat uns eingeladen, dass wir das gemeinsam erleben. Und das haben wir dann erlebt. Das Seminar war in Werdenswil, also wir sind nach hinten auf den Raten gefahren, und oben auf dem Raten haben wir dann eben so nachts um 10:30 etwa diesen Skywatch gemacht. Ich glaube, ich habe das im Online-Seminar ausführlich beschrieben, wie das genau ging. Nichts Okkultes, einfach eine schöne Meditation. Ja. Und er als der Schamane hat die Verbindung hergestellt und diese Lichtpunkte sind erschienen. Zum Beispiel in Berlin hat er das auch gemacht, mitten in Berlin, in einem Park, und dort hat es ein bisschen länger gedauert, aber dafür kam es viel näher. Also das war relativ spektakulär in Berlin. Ja, das Physiker-Ehepaar Franz Bludorf und Grazina Fossar, Franz Bludorf vor kurzem verstorben, so beschreibt es in einem ihrer Bücher, also bezeugen, dass sie waren dabei. Also das sieht man, die Grenzen zwischen den Dimensionen sind sehr fließend. Und vor allem von unserem Bewusstsein abhängig. Ja, schön. Ich habe Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ja, ich höre auch noch, weil wenn ich daran denke, das war schon unvergesslich. Ja, sehr schön. Ich habe zum Abrunden noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich das korrekt sage, aber du hast offenbar mal erwähnt, so die Zeit der Gurus sei vorbei. Ich weiß nicht. Und es geht darum, dass sich Menschen zusammentun, so in der Art. Nein, der Spruch, die Zeit der Gurus ist vorbei, kommt nicht von mir. Das sagen andere. So, vielleicht. Welche Art von Gurus? Auch das Guru-Amt muss transformiert werden, aber Guru heißt einfach nur Lehrer. Oder im Sanskrit Gurau, das ist die Mehrzahl, heißt die Eltern. Also die ersten Gurus offensichtlich sind die Eltern, ja, logischerweise. So, oder? Von denen lernen wir essen, reden, gehen, oder das begleitet uns das ganze Leben. So, oder? So, also wir brauchen immer Vorbilder, Menschen, von denen wir lernen, Menschen, die uns inspirieren. So, im Gegenteil, wir brauchen heute sehr
sehr strahlende Vorbilder und auch sehr kraftvolle Vorbilder. Aber diese Vorbilder machen Menschen nicht von sich selbst abhängig, sondern lernen die Menschen, in die Verbindung zu gehen. Ja. Das heißt eigentlich eben, oft ist es so, Schüler sind für eine Zeit Schüler des Gurus und ab einer gewissen Zeit werden sie Freunde. Ach, schön. Ja. Ja. Und irgendwann wird der Schüler sogar der Nachfolger. Ja. So. Irgendwie ist es, du hast irgendwie beschrieben, mal, wie je mehr Lichtwesen inkarnieren oder wie, je mehr Licht dann kommt, oder? Mhm. Das, da können wir etwas tun. Vielleicht das noch zum Schluss. Was können wir tun? Ja, eben, unser eigenes Licht in diese Welt strahlen zu lassen. Ja. Wie es so schön heißt, eben, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. So. Wer hat ein Interesse, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen? Natürlich die Dunkelheit. So, deswegen ist es wichtig, dass wir in ein gesundes Selbst- und Gottvertrauen gehen. Das ist nicht zu trennen. Selbstvertrauen ohne Gottvertrauen, das hat oft etwas mit Einbildung zu tun. Oder Narzissmus oder irgendwie sich selber was vormachen. Und Gottvertrauen ohne Selbstvertrauen ist eine falsche Unterwürfigkeit. So, das geht Hand in Hand. Selbstvertrauen, Gottvertrauen. Und da sind wir wieder bei der Spiritualität. Und da finden wir in allen Religionen entscheidende Hinweise darauf, es braucht eben nur die richtigen Gurus, die richtigen Lehrer an diesen und Lehrerinnen, mit Verlaub, die das selber verkörpern und gegen außen tragen. Und so kann jeder Mensch kann sein eigenes Licht strahlen lassen. Und die frohe Botschaft ist eigentlich, je älter wir werden, umso mehr können wir unser Licht strahlen lassen. Ja. Also wir werden nicht je älter, je arbeitsunfähiger, das mag ja sein. So, aber je älter, umso mehr können wir unser Licht strahlen lassen. Ja. Ja, sehr schön. Ja, das war ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Ich danke dir einfach ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns immer wieder inspirierst. Du hast vorhin vom Inspirieren gesprochen und das passiert mir, wenn ich dir zuhöre. Ja, zwei, drei Stunden startet der Vortrag. Also wir haben heute noch was vor, heute Abend hier in der Quelle und morgen auch. Und das war sehr schön, bis und zur Einstimmung. Ja. Ja. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier bist und uns eben inspirierst. Und euch danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einem Beitrag von Quelle TV.